Hallo und Servus, mein Name ist Christian Götz. Ich bin der Oberbürgermeisterkandidat für die Brucker Bürgervereinigung BBV. Zu meiner Person kurz, ich bin 53 Jahre alt, verheiratet, habe drei Kinder mit 18, 15 und 10 Jahren. Ich bin hier in Bruck geboren und auch aufgewachsen, bin sozusagen ein Brucker Kindl. Ich habe unter anderem Biologie studiert, ich bin also Diplombiologe, arbeite aktuell in der Umweltplanung und kümmere mich da um die Belange der Ökologie und des Naturschutzes. War aber auch etliche Jahre Lehrer für Biologie und Chemie, war Freiberufler, habe an der Uni gearbeitet, habe ziemlich viel gemacht in der Vergangenheit. Auch Musik übrigens, ich habe auch Theater gespielt beim Theater 5 hier in Bruck, habe also auch einen Hang zur Kultur. Seit 2014 habe ich dafür leider keine Zeit mehr, weil ich im Stadtrat bin. Ich war zwischendurch auch 3 Jahre lang zweiter Bürgermeister, da habe ich sehr viel gelernt für das zukünftige Amt, möglicherweise als Oberbürgermeister. Was macht einen guten Oberbürgermeister aus? In meinen Augen wichtig ist, er muss ein Moderator sein und kein Strippenzieher oder Gutsherr oder so, der irgendwas selber entscheidet, sondern im Wesentlichen muss er die Beschlüsse des Stadtrats umsetzen. Ansonsten ist er Chef von ungefähr 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die muss er natürlich motivieren und bei der Stange halten, weil nur wer gerne in die Arbeit geht, leistet auch gute Arbeit. Wir haben sehr gute Leute hier in der Verwaltung, aber die muss man auch halten. Ansonsten ist es natürlich wichtig, dass ein Oberbürgermeister offen ist und aufgeschlossen den Leuten zugewandt und greifbar für die Bürgerinnen und Bürger. Und ganz wichtig in diesem Zusammenhang, eins meiner Ziele, mehr Bürgerbeteiligung ermöglichen. Also die Brucker Bürgerinnen und Bürger, soweit sie denn Lust haben, mit einbinden bei Entscheidungen. Ein zweiter Schwerpunkt, ich bin Biologe. Ganz klar, für mich mehr Ökologie in der Stadt. Da ist einiges im Argen, da können wir einiges tun, da habe ich viel Sachverstand, da würde ich mich gerne persönlich einbringen. Und das Dritte spielt auch ein bisschen damit zusammen mit der Ökologie, nämlich die Aufwertung des öffentlichen Raums. Wir haben eine sehr schöne Stadt, wir haben schöne Ecken, um die sich leider jahrzehntelang niemand gekümmert hat. Da liegt auch viel im Argen. Es gibt noch viele andere Themen wie Jugendkultur, Sportvereine, das Verkehrschaos und so weiter. Dafür reicht jetzt aber die Zeit nicht mehr. Auch da habe ich viele gute Ideen und habe auch viele Erfahrungen gesammelt in den letzten Jahren, die ich jetzt gerne umsetzen würde. Sind wir gespannt, wie es wird. Ich hätte auf jeden Fall große Lust drauf. Dankeschön.